Hallo meine Lieben, hier ist eure Peggy. Heute bringe ich euch ein kleines Projekt. Ich möchte heute mit euch gemeinsam diese kleine Verpackung basteln. Ich zeige es euch mal rundherum. So. Und mache sie auch mal auf. Upsa. Und schon ist die kleine Fyodora-Schokolade rausgefallen. Ich habe hier einen Teebeutel und eine Fyodora in diesem kleinen Täschchen drin und verschlossen ist das Ganze mit Velcro, mit einem Klettverschluss. So, und ich habe mich dafür entschieden, das Stempelset Vollkommene Momente, ich schiebe es euch mal da rein, ein bisschen, muss ich mal ein bisschen raus und hier haben wir wieder einen Lichtschimmer, machen wir es mal so, Vollkommene Momente mit den Teetässchen und Sprüchen und so weiter. Da hat mir dieser Stempel sehr, sehr gut gefallen, beziehungsweise vor allem der Spruch, vollkommen ist dein Moment mit einer Tasse Tee, was man da noch erweitern kann, wenn wir ihn zusammen genießen, oder vollkommen ist ein Moment mit einer Tasse Tee und dir, sieht man das? Und dir, ja. Jedenfalls habe ich mich dafür entschieden, für diesen Stempel und habe dann noch mit einem Schleifchen das Ganze verschönert. Ich habe das Papier verwendet, was wir letztes Jahr in Celebration hatten. Ich muss mal sehen, ob ich euch das so zeigen kann, dass man das sieht. Das ist nämlich auf weiß geht schlecht. Aber bei den Grünen sieht man es natürlich, die Pünktchen. Also das heißt, es ist so vorembossed mit kleinen Mini-Pünktchen. Wenn ich also darauf stempele, bleiben diese Pünktchen weiß. Ich brauche dann nur mit einem Tuch kurz drüber gehen. Dann bleibt es weiß und somit haben die Tassen quasi schon wie ein kleines Motiv oder ein Muster. So, jetzt geht's aber los. Ich habe zugeschnitten ein Papier in hellila, also ich habe jetzt keinen Stamping-Up-Karton genommen, sondern einfach, was ich mal hatte, in der Größe 15,5 x 12,5 cm. Und ich habe vorgeschnitten das Motivpapier. Ich kann ja mal versuchen, ob man es jetzt besser sieht. Irgendwann vielleicht der Schimmer, ja, da. Ja, so sieht man es vielleicht ganz gut, ja, wenn ich es bewege. Die Pünktchen, die da schimmern. Das hat die Größe 9,2 x 6,7. Ja, genau, 9,2 x 6,7. Das bestempeln wir gleich. Ich habe den Stempel schon auf den Block gebracht. Das ist jetzt der Block mit der Nummer, mit der Zahl, nein, mit dem Buchstaben E. So, habe benutzt dafür Minzmakrone. Und ich habe hier so ein Unterlegkissenchen, was das Ganze, weil es ja so ein voller Stempel ist, was dann einen netteren, einen schöneren Abdruck verleiht, hoffentlich. So, machen wir das Stempeln zuerst. Ich lege uns das mal an die Seite. So. Also ich versuche da jetzt wirklich, dass den ganzen Stempel gut mit dem Stempelkissen mit der Tinte zu benetzen. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das in der Mitte so richtig drauf kriege. Probieren wir es mal so. Da die Kamera natürlich noch da ist, habe ich nicht so viele Möglichkeiten, mir das so richtig gut anzusehen. So, dann drücke ich das wirklich recht kräftig, dass sich die Tinte auch gleichmäßig verteilt. Kräftig an. So, und da ist mein Abdruck. So. Ich habe hier einfach ein Tüchlein. Das hauche ich kurz an. Und dann gehe ich darüber. Und dann sieht man die weißen
Punkte. Ganz gut. Die bleiben dann frei. Somit habe ich ein Muster auf meinen Tassen. So. Gut, das legen wir mal zur Seite. Das braucht man nicht mehr. Jetzt kommen wir zum Falzen dieses Teils. Wie gesagt, das Maß 15,5 x 12,5. Ich habe mir hier, und das seht ihr leider nicht, ich drehe es mal um. Ich habe mir hier zwei, rutscht das Papier raus, zwei solche Markierungen gemacht. Eins habe ich normal gelassen und auf das andere habe ich so ein klein wenig Washi-Tape geklebt, dass ich auseinanderhalten kann, wo möchte ich falzen, auf der langen Seite, auf der langen Seite des Papieres, und wo möchte ich falzen an der kurzen Seite des Papieres. Als Tipp, falls ihr auch gerne Verpackungen und Kistchen und sowas macht, ist das vielleicht ein guter Tipp, sich das zu markieren, falls ihr mit diesen Markierern arbeitet. So, jetzt nehme ich die lange Seite und die falze ich bei 7 cm. Das sieht man, seht ihr wieder leider nicht. Gut, dann markieren wir, dann falzen wir einfach mal so rum. Das geht ja auch. So, bei 7 cm, das ist genau hier, die Markierung ist da. Und zwar 7 cm auf jeder Seite. Also ich drehe es einmal komplett um. Und nochmal 7 cm. Ups, jetzt bin ich verrutscht. So, okay. Dann habe ich die kurze Seite oben und die falze ich bei 3 cm. Ups, 3 ist hier. So. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen sehen. Und jetzt brauchen wir das Falzbrett erstmal nicht mehr. Und ich nehme mein Falzbein und falze die Falzlinie nach. Und zwar immer zum Berg, also da, wo es erhöht ist, in die Richtung. So. Da könnte ich ja ein wenig näher rankommen. Vielleicht. So, und so haben wir dann jetzt schon unser Grundgerüst für das kleine Büchlein. Ich bringe jetzt hier und an dieser Stelle mein doppelseitiges Klebeband an, und ich mache das auch ein bisschen überlappend. Das Tolle ist, ich kann es abreißen. Ich muss es nicht schneiden. Es geht schnell, wenn etwas überhängt. Dann mache ich das so, dass ich dann das Überhängende einfach umklappe nach innen wieder. So. Das Ganze drücke ich kräftig an und so ist das schon fertig. Jetzt hole ich mal von der anderen Verpackung meine zwei Dinge, die ich da verschenken möchte. Kann hier auf der Seite den Teebeutel reintun und hier die Schokolade. Man kann natürlich auch einen Keks nehmen oder zwei Teebeutel, wie ihr das immer auch immer möchtet. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich diese Seite auch noch anklebe mit Tesa, damit die Schokolade ein bisschen besser hält, weil der Teebeutel ist dann doch einfach ein wenig einfacher. Ich zoome euch nochmal ein klein wenig ran. Dafür nehme ich mir einfach das doppelseitige Band, reiß mir da ein kleines Stück einfach ab. So. Und klebe mir das. Sieht man das jetzt hier einfach darunter? Ich zeige es euch, da ist es. Drückt das ein bisschen an und ziehe das ab. Wenn es will. So. Und dann kann ich das zukleben. Und so hat die Schokolade hier ein bisschen mehr Widerstand, damit sie besser hält.
Und ich könnte natürlich auch hier auf meiner Teebeutelseite ein wenig das noch kleben oder klammern. Das würde durchaus funktionieren. Ich habe mich jetzt einfach mal dagegen entschieden, aber es ist natürlich möglich. So, jetzt klebe ich das Gestempelte da auf. Dafür nehme ich mal einen Snail. Was. Dafür klappe ich mir das Büchlein nochmal auf und schaue, dass ich überall so ein kleines Rändchen habe. So. Ungefähr so. Bevor wir das jetzt noch dekorieren, habe ich diese Klettverschlüsse genommen. Ups, das sind wir. Und zwar sind die, steht die Größe drauf? Ich glaube, etwas über einen Zentimeter. Ach hier, 12 mal 12. Hier oben war es. Also 12 mal 12 Millimeter. Die kleinen Klebequadrate. Jetzt zoome ich vielleicht ein wenig mal aus. So, für mehr Platz. Und die sind hier so verpackt, dass man auf der einen Seite die kratzigen Teilchen hat und auf der anderen Seite die flauschigen. Und so kann ich mir dann hier einen abnehmen und bringe den so, hier in der Mitte auf. Nehme mir einen davon ab. Und klebt den erstmal mit der flauschigen Seite an die kleinen. Oh, vielleicht mag ich da ein bisschen einzoomen. So, auf das kratzige Teilchen mit der Klebeseite nach oben. Und jetzt brauche ich einfach nur mein Büchlein gerade zu halten. Stelle das hier auf die Kante und mache es zu. Und wenn ich es dann wieder aufmache, hat sich das hier durch den kräftigen Kleber gut. Ups, jetzt sind wir ein wenig zu nah und tut mir leid. So, dann hat sich das hier ganz gut festgeklebt. Und so hält dann mein Büchlein zu. Yay. Übrigens, diese Kante hier hat ein Maß von 1,5 cm. Ich hatte vorher das Ganze mit 1 cm probiert und es war dann doch etwas zu eng, um den Tee und die Schokolade mit reinzubringen. So, was ich dann einfach gemacht habe, und man kann das natürlich, wie man, ich zeige euch mal das, was ich hier fertig habe. Ups, jetzt habe ich die Kamera getroffen. Man kann das natürlich dekorieren, wie man möchte. Ich könnte jetzt da auch noch Glitzersteinchen, Blümchen, alles mögliche Knöpfe draufkleben. Ich habe mich für ein Band entschieden, und zwar ein Samtbändchen in Lila. Das trifft sehr gut diese Farbe. Also besser, als es zumindest hier auf dem Video aussieht, weil da sieht es dunkel aus. Das ist wahrscheinlich der Glanz. Was ich gemacht habe, ich habe einen Knoten gebunden. Dafür zoome ich noch ein bisschen raus. Sonst wird das vielleicht einfach ein bisschen eng. Also, ich bin so einmal rundherum. Sieht man das so? Und habe dann einfach einen Knoten gemacht und versucht, dass die Enden aus dem Knoten heraus auch wieder das Samtteil oben haben. Also damit ich beide Enden in der schönen Samtfarbe und nicht in diesem Ton habe. Ja. So, ja, und dann habe ich das ein wenig gekürzt. Wollte ich jetzt ungefähr so kürzen. Auch das ist natürlich Geschmackssache. So, da haben wir das Bändchen. Dann habe ich das Ganze mit einem
gekludert. Nachher 20 die Kludert nicht lösen. Ist ja gemein. So. So, dann habe ich das Ganze mit einem Kludert hier darauf gebracht. Ungefähr so. Ja. Ja, wie gesagt, man kann das natürlich dekorieren, so wie man mag, was einem gefällt. Mit, ob jetzt Schleichen oder Knöpfchen, Glitzersteine. Auch hier könnte ich jetzt unter das Velcro noch ein bisschen Designpapier kleben oder hier als Innenfutter optional, wäre auch eine schöne Idee. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und hat euch vielleicht ein bisschen inspiriert. Würde mich freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen oder beim selber aktiv werden und basteln. Bis zum nächsten Mal, eure Peggy. Tschüss!